Sag, was wir auf dem Bildschirm haben. Die Kinofilme, ich sage jetzt wieder, der Aladdin in 3D bei mir auf dem Fernsehen, ist alles Zahlen. Das sind nur Zahlen, das ist computergeneriert. Da ist zwar im Hinterkopf noch, ja, der Will Smith und die Schauspielerin haben das ja aufgenommen und der Rest wird mit dem Computer gemacht. Du hältst dir immer ein Lückchen fest, dass du das Horn nicht opfern musst. Du weißt, was ich meine. Das ist immer wieder, das, darum sage ich, das Trügerische ist das Making-of, wie die Matrix gekommen ist mit diesen vollkommen neuen Effekten. Dass der hochspringt und die Kamera dann rumfährt und dann er wieder runterfällt und das Einfrieren. Dieses Kameradesign, habe ich oft angesprochen, war revolutionär, was die Wachowski hier als Regie in der Kamera, was dann mittlerweile in allen Filmen, selbst in Trickfilmen, im Schreck, wenn die Fiona kämpft, kämpft die wie in der Matrix, oder dann in Sat.1-Produktion, Dance-Show über das Tanzen, wo die dann in Gruppen dann spielen und dann springt einer hoch. Und dann fährt die Kamera, friert er in der Luft ein, beim, im Fernsehen, beim, ist er Tanz, wie Gesangswettbewerbe, hat es da mal eine Serie gegeben, wo Tänzer gegeneinander und Tanzgruppen gegeneinander angetreten sind. Ja. Sind welche in der Jury und wenn das gelaufen ist, es ist ein Augenfutter gewesen. Ja. Die machen einen Gruppentanz, musst du dir vorstellen, normal, und dann springt oder die werfen einen hoch, wie bei Cheerleaders, und da läuft die Musik. Und dann werfen die den hoch und dann geht die Kamera und dann friert er in der Luft ein und geht die Kamera um den in der Luft rum wie in der Matrix und dann fällt er wieder runter und dann tanzen die weiter. Und dann ist die Frage, wie machen die das? Das ist normal, die tanzen und er wird hoch und er friert ein und die Kamera geht rum. Und da gibt es dann natürlich Erklärung dafür, das Making-of. Ich erkläre dir gleich ganz einfach. Die haben hier, das wird normal gefilmt mit verschiedenen Kameras und dann haben die um diese Tanzfläche herum, ich sage jetzt ganz einfach mal, es sind da 40 Kameras installiert. Fotoapparate, 40 Stück. 40 Stück. Okay? Und wenn der hochgeschmissen wird, machen alle 40 Kameras ein allereinziges Bild von allen Seiten. Zack! Und die Bilder, die du jetzt hast, die schneidest du in den Film nacheinander als Einzelbilder und dann hast du den Eindruck, die Kamera fährt im Bild rum, während er in der Luft steht. Jetzt hast du Erklärung. Das haben die Wachowski-Brüder erfunden. Jetzt denke ich mir das natürlich aus. Wenn ich mir das nicht denken würde, dass die das wissen, wüssten die es nicht. Weil es die nicht einmal gibt, wenn ich es nicht denke, in meiner Welt. Das ist der Schlüssel. Es gilt für dich, egal wen du denkst, der entsteht, weil du ihn denkst. Es gilt für jeden Menschen, den du denkst. Gilt das, was für jedes Ding, das du denkst, ich bleibe jetzt nur im Bereich der Gedanken. Sobald du was denkst, entsteht es in deinem Kopf durch dein Denken. TN, diese geöffnete Existenz, ist ein Ural, hebraisiert, und das ist Ken. Und nochmal dieses KN im Hebräischen, es ist wie eine Existenz, heißt zum einen in dem Denken Fundament. Das heißt, diese Facette ist ein Unter, ist eine Welle, Fundament. Unter wiederum als Einzelbuchstabe aufgespannte Existenz ist geöffnetes Schöpfung. Wissen, wenn wir das mit Ein schreiben, ein geöffneter Augenblick. Und dann kommt Ment, Mens, Mentior, das heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist jetzt das, was du um dich herum in der Peripherie dir woanders hin denkst, räumlich oder zeitlich. Das ist Ken, dieses Denken. Und in dem Moment, wo du dieses Spiel ständig machst, das ist die Physik, ist die Vordersprache, sind physikalische Formen. Das merkst du jetzt im Kleinen, ohne dass wir Zahn einsetzen. Ja. Wir können hier einen Zahn einsetzen. Und ich komme aber zu unserem Fußballspiel zurück, dass du verschiedene Dateiformate hast. Ich sage, der klassische Film, die klassische, ich habe das so oft erzählt, das musst du wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sich's anschaut, ist das atemberaubend wieder. Wir haben eine gewisse Datenmenge von der DVD, die wird natürlich immer brutaler. Da könnte ich jetzt auch drauf gehen. Das erste war ja die CD selber. Die CD, die klassische CD-ROM, hat grob eine Speicherkapazität von ungefähr, wer weiß es? 700 bis 800 Megabit. 700 bis 800 Megabit. Und jetzt, und ich hole das für euch in Erinnerung, da sind ja Bündchen und Strichchen drauf. Und falls ihr das vergessen habt, wir machen jetzt diese CD, machen wir 1000-mal größer. Dass mir auch die Spünkchen und Strichchen, die machen wir 1000-mal größer, dann ist die ungefähr 1,20 Meter, 1,2 Millimeter, 1,20 Meter hoch und die Fläche ist mehr wie ein Fußballfeld von der Länge. Und jetzt steigen wir
auf diese CD drauf und dann sind natürlich die Bündchen und Strichen, die man ja auf die Fotos bloß gehen, sind immer Fotos, wo du siehst. Ein Bild ist ein Bild. Ein Bild ist im Prinzip, das du anschaust, nichts anderes wie Worte, die du anschaust. Du machst aus den Worten Vorstellungen das Bild. Du siehst ja nicht das, was da ist, sondern du siehst dann hier halt die Merkel oder das. Du machst genauso eine Vorstellung. Irgendwie ist ein Bild auch wie Worte. Das ist nur andere Darstellung. Du siehst nicht mehr, was da ist, und dann müssen wir die Bündchen und die Strichchen sehen. Habe ich im Laden immer gemacht bei den Leuten. Wie weit sind jetzt auf dieser CD, die wir 1000-mal größer gemacht haben, sind diese Bündchen und Strichchen auseinander? Was schätzt denn einer? Was schätzt denn, wie weit die Bündchen und Strichchen? Du weißt ja immer wieder, diese Eierchen, wo dann... Ja, so vielleicht. Die sind 0,5 mm auseinander auf dieser CD. 0,5 mm. Jetzt ist aber, wenn du weißt, dass diese CD, wenn die läuft, die wird ja berührungslos abgetastet. Das heißt, wenn das jetzt läuft, der Schlitten mit dem kleinen Laser, der Laserstrahl wird gedreiteilt. Das heißt, einer, der mittlere Strahl, tut die Bündchen und die Strichchen abrastern, wenn das Ding sich dreht. Und das, du hörst mal, wie schnell das dreht, was für eine Frequenz das ist. Der wird, und dann sind nochmal zwei Seitenstrahlen, die reflektieren auf einer Spiegeloberfläche, also zwischen den Reihen. 0,5 mm sind die auseinander. Und wenn der dann ein bisschen an den Rand hinkommt, dann muss der mit dem Motor das nachziehen um, mit dem Schlitten. Und darum ist hier, weil du, wenn du einen Kratzer hast, wenn du jetzt einen Kratzer hast auf der DVD, da ist ja diese Lackschicht drauf, du musst wissen, dass ein Kratzer, erinnert den Vergrößerungsmaßstab, weil der Kratzer so groß, der haut dir einen Riesenteil von Daten weg. Darum ist auf jeder CD ist die Musik zigfach drauf, und zwar an verschiedenen Stellen, dass wenn da ein Kratzer ist, dass er die Daten von da holen kann. Ist ganz kompliziert. Die erst, beim ersten CD-Player, wo ich im Laden stehe gehabt habe, da, wenn du ein bisschen hinkommen bist, der war fischstoßempfindlicher, weil die kleinste Erschütterung muss er nachrechnen. Ich will jetzt, wäre ein Thema für sich. Aber wieso ich dir das jetzt erzähle? Und dann kommt ja irgendwann nochmal die DVD. Und jetzt gibt es die Blu-ray. Die Daten, das Prinzip ist das gleiche, bloß dass es noch viel kleiner geworden ist und immer noch das Prinzip, dass der Laser oben rein mechanisch nachgeführt wird, kannst du total vergessen. Das merkt keiner. Ich habe das Beispiel bei meinem Fernsehen, bei meiner Fernbedienung am Fernsehen habe ich wie einen Laserpointer. Das ist bei Funk, das heißt, wenn ich die Fernbedienung nehme, und das muss man wirklich in der Hand gehabt haben. Du weißt das, heute jeder, der bei mir ist, den lasse ich das probieren. Du hast jetzt ein Laser, stell dir vor, es wäre ein Laserpointer, und wenn ich einen Laserpointer habe, dann sehe ich ja den Punkt an der Wand. Und wenn du den hast, es ist total, du kannst sofort überall hinleuchten. Auf die Flasche, dahin, an den Kopf, zwischen die Augen von Manfred, dahin. Das ist total leicht, wenn du den in der Hand hast. Du triffst jeden Punkt wirklich aus dem Handling. Probier es einmal aus, ist super. Und wenn ich meine Fernbedienung in der Hand habe und ich schalte die ein, dann habe ich einen Mauszeiger auf meinem Bildschirm. Und wenn ich die bewege, der Mauszeiger ist exakt, der bewegt sich genauso präzise, wie wenn ich jetzt einen Laserpointer hätte. Das heißt, wenn ich jetzt einen Laserpointer habe und ich schaue mir das an, wie der Punkt sich bewegt, genauso wenn ich meine Maus in der Hand habe, bewegt sich der Mauszeiger. Und zwar vollkommen, wenn ich jetzt einen Laserpointer parallel halten würde, bewegt er sich genau exakt der Mauszeiger mit dem Laserpointer. Wie machen die das? Die machen das mit Bewegungssensoren wieder. Da ist in meiner kleinen Fernbedienung, wie im Handy übrigens auch, wenn du die Wasserwaage und das machst, sind Bewegungssensor drin, und dann schauen wir jetzt mal wieder nach, was uns die Fachbücher erklären, wie ein Bewegungssensor ist. Da ist ein kleines Bauteil mit drin, der Bewegungssensor. Und die haben jetzt Folgendes, das geht über Masseträgheit. Wenn ich jetzt hier, ich mache mal das mit einem Faden mit einem Gewicht, wenn ich jetzt da einen Faden mit einem Gewicht dranhänge und ich bewege das rüber, habe ich doch eine kleine Verzögerung. Okay? Wenn das jetzt schwerer wird, werde ich es mehr merken. Wenn ich es rüber habe, so. Und die haben hier, wie in einer Stimmgabel, musst du dir vorstellen, was aufgespannt und dazwischen, in einem ganz kleinen Chip. Zwischendrin ist ein kleiner Sensor, und durch die Masseträgheit, wie ein Pendel, wenn ich rüberfahre, ist der, wenn Träger, oder ist an die Seite Träger, und der Abstand verändert die Kapazität, und dann merkt, ob du dich nach rechts oder nach links bewegst, und dann hängt das solche auch noch drinnen. Das ist jetzt wie aufgehängt, und wenn ich hochgehe, habe ich eine gewisse Masseträgheit, und wenn ich runtergehe, habe ich eine gewisse Masseträgheit. Und diese Kapazitätsveränderung, ob ich so oder so gehe oder rechts oder links gehe, ist ein ganz kleines Bauteil, wird registriert, und die Elektronik macht dann draus, wie du das Ding bewegst, nach oben oder nach unten. Wenn ich die Fernbedienung in der Hand habe, ist es wie ein Laserpointer. Jetzt habe ich eine logische Erklärung, wie mit der Kamera, wie das funktioniert. Der Witz ist, dass ich sage, dem Menschen ist jegliche Form von newtonscher Physik verloren gegangen.
weil das Ding so leicht ist, dass die Veränderung einer Masseträgheit einfach hirnrissig ist. Und was noch viel krasser ist, dann ist ja, wenn ich das Ding jetzt ganz langsam bewege, kann der ja nochmal ansprechen. Dieter, wenn du den in der Hand hast, er funktioniert wie ein Laserpointer. Ich habe gesagt, wie langsam, wenn ich jetzt das bewege, ist klar, da habe ich ja die Masseträgheit, ne? Rüber und über. Wenn ich jetzt das langsamer mache, ist ja irgendwann nochmal, dass der nochmal ausschlägt. Wohlgemerkt, das Pendel, wo da drin ist, ist in einem ganz kleinen Chip winzig klein, dass der so gut wie überhaupt keine Masse hat. Das hat Bruchteile von Bruchteilen, kann das bloß schwer sein. Und so lang bloß. Dass ich, wenn ich den jetzt nehme, das ist ja so, also jetzt probiere ich nochmal langsam, du musst hochkonzentriert sitzen und ich muss mich konzentrieren, ihn ganz langsam zu bewegen, dass die Maus nicht mitgeht, so langsam, dass du konzentriert es ganz langsam machst, weil sobald ich nicht aufpasse, bewegt sich schon wieder die Maus. Weil da angeblich durch die Masseträgheit dieses winzig kleine Ding die Kapazität verbessert. Du kannst Wissenschaftler alles vorsetzen, wenn das anders funktioniert doch. Ich sage, warum? Weil du es glaubst, dass es so funktioniert. Es reicht dir aber, ob das in einem Gesamtkontext eigentlich noch geistreich ist. Jetzt bin ich bei der Blu-ray, habe ich jetzt die Daten nicht, wie viel Gigabyte von der Blu-ray drauf sind. Das Prinzip der Astastung ist immer noch der Laserstrahl, der durch die Kratzer so fokussiert und wohlgemerkt bei der CD mit 800 Megabyte sind die 0,5 mm auseinander. Wie viele Nanometer diese Bündchen und Strichen auf der Blu-ray auseinander sind, müssen wir jetzt nachlesen. Und die fokussieren einfach bei der flatternden Ding, treffen die genau diesen Strahl. Schwachsinn! Es ist wie mit Wassermoleküle entdecken. Es ist geistlos. Okay, Wassermoleküle jetzt aber nicht, Udo. Draußen scheint die Sonne und wir fangen an zu transpirieren hier. Lass uns vielleicht mal irgendwie einen Punkt oder einen Absatz. Warum hast du das nicht schon vor einer halben Stunde? Ja, er hat immer angesetzt. Ich habe immer versucht, aber ich will dich ja auch nicht unterbrechen, wenn du gerade voll dabei bist. Das ist doch, warum hast du nicht einmal eine eigene Meinung und sagst was? Das ist doch genau das Problem. Das merke ich mir jetzt. Das mache ich doch. Ja. Das Problem ist, ich die ganze Zeit beschwank. Ja. Hat der Udo einen Einfluss drauf, dass du ihn so ausdenkst? Hast du denn immer noch nicht begriffen, dass du der Boss bist in deiner Welt? Es wird so sein, wie du das bestimmst. Das ist es. Das meine ich absolut als. Ja. Entweder mein Spiegel drin. Genau. Das ist das Mal, wo erst das andere automatisch das Innerhaarall und das Außerhaarall über die Diagonale, die jetzt. Das, was ich sage, das ist intern, extern. In die Spiegel sieht man das schön, wenn man da schon mal intern. Und das, wenn ich jetzt von innen nach außen schaue, bist dabei, Conin? Pass mal auf, hast du den Spiegel schon mal schon? Ich mach einfach weiter. Ich bin einfach wenn du was unseren alten Spiegel tun, wenn ich hinstelle die zwei Spiegel und mach den Spiegel dazu. Und dann haben wir die Lämpchen, ich brauche nicht einmal Lämpchen, wenn ich jetzt da rotes Papier drunter liege und ich schaue über die Kante, wenn das im 90 Grad steht, habe ich eine Ebene. Und in dem Moment, wo ich den jetzt, das kann ich natürlich nicht innen, sonst müsste ich ihn ja zurechtschneiden, wenn ich nach außen biege. Gibt es das, was ich sehe, wenn ich jetzt so rum reinschaue in den Synthesespiegel, wenn die hinten sind, dann sehe ich in dem Spiegel praktisch den Spiegel. Wir sehen natürlich den Spiegel, Spiegel kannst du jetzt ja nicht sehen. Dann sehe ich den Spiegel, dann habe ich, wenn ich ein rotes Papier drin liegen habe und ich schaue so rein, sehe ich das Interne. Und in dem Spiegel sehe ich das, was da ist, habe ich dann nochmal in den Spiegel, wenn ich reinschaue, das Externe, das aber gar nicht außen ist. Das ist nicht da, ja. Okay, und wenn ich den jetzt wegdrehe, weiß ich, dass dieses Ding ein Quadrat bildet. Das über die Diagonale, wenn ich das wegmache, umkippt. Das ist diese Kugel, die sich bildet. Du erinnerst dich? Ja. Wenn ich, da habe ich doch die Bilder gemacht. Jetzt klappe ich das aber auf und dann geht es nach innen. Ja. In dem Moment, wo ich jetzt den ein bisschen, muss ich natürlich eine Rande machen oder da den Rand, wenn ich das reinkippe, kriege ich eine Innenkugel. Der interessante ist, dass die Ecken immer aus Quadraten bestehen, die über die Diagonale abknicken. Und wenn ich jetzt das ganz mache, was du merkst, ich kann das, bis ich das reinkriege und dann bleiben die vier Spiegel über. Das heißt, die Ausgangsbasis von dieser Kugel ist ein Tetraeder, wo aber nur eine Hälfte ist und die andere Hälfte ist extern. Aber jetzt räumlich gedacht. Klingt komplizierter, wie es ist, wenn man sieht. Ja, man sieht genau. Das sind die Bilder, wenn du siehst, das mit den Lämpchen, wo ich noch die Diagonale mache, dass die genau stehen müssen. Und pass auf, jetzt bleibe ich aber bei der Ecke. Dass die kleinste Form, die du die Fläche, die du abzeugen kannst, brauchst du die drei Ecken. Die aber genau genommen eine halbe Viereck ist. Das ist die 3, wenn wir Laozi lesen, die 3 ist eigentlich dann der Ursprung, wo die 4 ist und aus der 4 entspringt alles. Das ist die Öffnung. Das ist aber die rote 4. Und jetzt pass auf, und da geht's los. 4, 8-Bit,
16-Bit, ja. 32-Bit, zurzeit haben wir 64-Bit-Rechner. Das ist der Computer. Mhm. Das ist aber die Divisionen. Und jetzt ist es, dass wenn wir den runter machen, immer wieder 16, 32, 64, dass ich jetzt mir einfach die Seiten mache, was du feststellst, darum sage ich, ein Kreis ist nicht ohne Ecken, sondern das sind unendlich viele Ecken. Das ist unendlich Eck. Weil nämlich immer jeden Punkt, den ich mir denke, und jetzt machen wir den Spiel, immer in jede Ecke ist das Zentrum der Punkt. Wir haben unendlich viele Punkte und der Punkt braucht zwei Seiten. Und jetzt machst du den Punkt, machen wir nicht so, sondern wir machen zwei Seiten und wir machen die andere Seite drumherum, das Intern und das Extern. Gilt für jeden Punkt. Und das kannst du jetzt in einem gewissen Maß mit einem Luftballon, nur zwei Dimensionen an der Oberfläche oder mit einem Standwerfer, das ist natürlich noch besser. Wir haben ein Licht, das ist die Lampe im Projektor, das Innerste, was natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Und alle Lichter drumherum entspringen aus diesem Licht. Und jetzt, wenn du das in Standwerfer anschaust, die Wunderkatze, flackerndes Licht, dass wenn du genau hinschaust in Aufnahmen, ist natürlich jetzt zwangsläufig wieder Physik im Hintergrund. Es ist nicht, dass du außen was aufnehmen kannst, weil du nur, was du siehst, entsteht aus einer Zahnstruktur. Dass wenn das platzt, kannst du bloß einen anfokussieren und funken, genau. Was du feststellen, dass während er das verlässt, das Licht umso weiter weggeht, wird er immer dunkler. So wie ein Wellenimpuls, umso weiter er weggeht, immer ja. Bis ins Unendliche, die Wellen verlaufen im Unendlichen weg. Das ist übrigens jetzt der Schauberger, wenn du unsere... Das ist in den ist jetzt wieder räumliche Darstellung. Das, warum wird es dunkler? Nicht nur, weil es weiter weg ist, sondern auf dem Weg von der Entfernung zum Mittelpunkt sprüht dieses Licht, spritzt wieder Licht daraus. Ja. Weil der explodiert und die explodieren wieder. Und genau genommen lösen die sich nicht selber auf, weil sie sich immer vervielfachen und dadurch immer dünner verkleinern. Und das ist jetzt gerade in der Akustik mit Longitudinalwellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Basslautsprecher habe. Wenn ich eine punktförmige Schallquelle habe, dann breitet sich das kugelförmig aus. Wenn ich jetzt mehr Bass haben will, ist es so, wenn ich, sobald ich den auf den Boden stelle, wird dieselbe Energie nicht auf der Kugeloberfläche verbreitet, sondern auf der Halbkugel. Und du kannst jetzt genau in den Abstand, das ist ja dieses im Quadrat mit dem Licht, mit dem Verdünnen, wenn ich den in der Ecke stelle, dann ist es ja bloß in dem Bereich. Und wenn es genau in der Ecke ist, dann hast du viel, viel mehr Bass. Wenn du einen Bass jetzt freistehen hast, hochhebst, nur wenn er am Boden ist, wird mehr Bass. Wenn ich ihn an die Wand, in die Kante reinstelle, in der Ecke, wird er noch krasser. Das kannst du, wie wenn du einen Bassregler aufdrehst und zudrehst. Aber das ist jetzt raumzeitlich in jüdischer Physik. Ich habe zum Beispiel hier in Obernbruch in Aschaffenburg, wo ich meine Lautsprecher baut habe, meine Burschen. Da kommt er mich und sagt, dann kommt bitte mal eine riesen Diskothek baut in Aschaffenburg. Eine Schweineanlage, die ich nie verkauft, also nur vom Feinsten und vom Teuersten. Und ich sage dir jetzt fünfmal hier schon, aus dem keinen Bass. Jetzt sind die Lautsprecher schon zigfach kaputt gegangen. Riesen, Großraumdiskothek. Nur die feinsten Geräte drin, wo ich sagte, ich hätte das nie verkauft, weil es ist ungefähr so, wenn du, um Bäckchen wegzufahren, irgendein Kombi was machst und würdest dann, was weiß ich, ein Bentley-Kombi irgendwas Teures kaufen, das zahlt ihr ja keiner, das können wir anders besser einsetzen. Und dann gehe ich rein und dann habe ich natürlich gleich dann reingelaufen. Er sagt, die haben immer wieder die Basslautsprecher hier im Babut und die machen keinen Bass. Und dann gehe ich rein und dann schreibe ich die zwei Bassboxen, machen sie rechts und links von der Bass, von der Tanzfläche, haben sie riesengroße Basslautsprecher stehen gehabt. Und dann habe ich gesagt, was kriege ich jetzt von dir, wenn ich innerhalb von 30 Sekunden den Bass mindestens um 70% lauter mache, ohne dass ich einen Regler anfasse. Und der hat nur einen gehabt und dann hat er auch noch immer dort. Das ist übrigens das, ist ja, wo ich meinen Erfolg gehabt habe, bei den Schulen bei allen. Weil die keine Ahnung, ich sage, das gibt es doch nicht, das sind doch Akustiker. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Fehler. Ich weiß, wieso der Kabass da ist und wieso die Boxen immer kaputt gehen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir haben die Musik laufen lassen, ich gehe hin, schränke mit Verstärkern, dann haben wir das angeschaut. Und dann bin ich hingegangen und habe die Hälfte der Bass, das waren vier Bassverstärker, zwei für die rechte Seite und zwei für die linke, habe ich die zwei Verstärker, die eine Seite der Bassboxen antreibt, habe ich ausgeschaltet. Und plötzlich war Bass da oder hat sich fast umgehauen. Weißt du, was die Deppen gemacht haben? Die haben zwei Bassboxen, das ist ja langweilig, wenn du das machst. Das kannst die Wellenlänge, wenn du die Wellenlänge machst. Jetzt sind wir in der Physik, weil die Welt, die ich mir ausdenke, funktioniert ja nach Newton, angeblich. Darum funktioniert sie nach Newton. Das ist aber das Programm, das die Bilder macht.
Es ist das Programm, was die Bilder macht und nicht, dass da außen eine Welt ist mit physikalischen Gesetzen, wo man mittlerweile die mit Programmen simulieren kann. Im Anfang ist das Programm, im Anfang ist dein Wissen. Es ist nicht da außen eine Welt, wo du mal langsam weißt, wie die Welt funktioniert, sondern du hast da Wissen. Und mein Golfball, der in einem Videospiel so fliegen kann, wenn ich das Programm verändere. Auch auf der VR-Brille. Und jetzt pass auf, wenn du ein langweiliges Signal hast, das kann man jetzt die Wellenlänge ausrechnen und der Bass ist sehr langweilig. Und du kannst jetzt zum Beispiel in deinem Auto einen Tiefbass machen, das ist aber kein Schaltlinie, sondern das ist eine Druckkammer. Wenn ich jetzt ein Auto hin mit zwei Basslautsprecher drauf habe, und du musst wissen, ich will jetzt, ob es jetzt den Kopf müsste ich rumrechnen, wenn du ein 50 Hertz oder 100 Hertz ist eine Wellenlänge von 12, 15 Meter ungefähr. Ein Plus-Minus-Wellenzug, wie wir uns das ausdenken, wenn sich der aufbaut, wie will ich das in ein Auto herbringen? Da hast du keine Wellennetz, sondern eine Druckkammer. Du denkst dir einfach, wir machen jetzt wieder Kiste, das ist das Auto, und ich mache hinten ein paar Lautsprecher drauf. Und wenn der reinschwingt, dann baut er einen leichten Überdruck auf und das drückt dir und er geht wieder zurück. Und du hast da keine Welle, sondern eine Druckkammer auf die Ohren. Und wenn ich zwei Basslautsprecher habe, dann macht der natürlich mehr Druck. Aber was passiert jetzt, wenn ich den einen phasenverkehrt anschließe? Das hat er da gerade erzählt. Was der Überdruck macht, nimmt der weg. Und dann drehst du den Bass auf und dann schlagen die ohne Ende an und du hörst nichts. Darum sind die Basslautsprecher kaputt. Und bei denen ist jetzt, das war ja kein Druckkammer nicht, sondern ein großer Raum, dass wenn der schwingt, dass die sich gegenseitig in der Tanzfläche genau plus Interferenz, plus und minus komplett aufkommen haben. Und die haben jedes Mal die Basslautsprecher austauscht, weil die angeschlagen haben und du hörst nichts. Und dann ist es zwar wieder gelaufen, ich habe nur die eine Seite ausgeschaltet und die einen haben dann richtig Bass gemacht. Das müssten die auch wissen. Das geht. Thomas, was? Ich kann dir Sachen erzählen, wo ich immer wieder so Fälle, dass Physik ist, das gibt es ja nicht, dass die das studiert haben. Ja, eben. Das ist das Zeug, da bist du manchmal sprachlos. Ja. Das ist das Spiel. Und das ganze Denken funktioniert in dieser Komplexität. Mag ich selber wieder, wenn ich zwei gerade einfällt, mein Professor Rainer. Immer bei der Elge diese eine Woche, wo wir spazieren gegangen sind. Wo man, oder jetzt auch mit dem Gogo übrigens, als Steuerberater, wo ich ja so Sachen erzählt habe von Rainer, wo ich ihm gesagt habe, und wo er dann gleich bei uns ist, da darfst du gar nicht drüber nachdenken, weil das kann nicht funktionieren. Das ist ihm schon längst aufgefallen, was ich sage, das ganze Steuerrecht. Da wirst du Fehler, wenn du es stochastisch nach Fehler suchst, findest du Fehler ohne Ende. Denk wieder an den Laserpointer, was ich gerade versucht zu erklären. Ich habe ein Erklärungsmodell, aber wenn ich jetzt ein Gefühl habe mit Pendeln, mit Trägheit, was ich nachvollziehen kann, dass das winzig kleine Ding, so minimale, das Ohr zum Beispiel. Ich lerne, dass das Leiseste, was du hörst, als Mensch mit einem gesunden Ohr, erzeugt die Schallwelle, die du noch hören kannst, wenn wir ganz im leisen Bereich sind, dass es nicht in dem Hintergrund Rauschen drin ist, das du natürlich hast versinkt, das löst, das kann man in Akustik, Psychologie nachlesen, das löst an deinem Trommelfell einen Ausschlag aus, der den halben Durchmesser eines Wasserstoffatoms hat. Das sind die leisesten Töne überhaupt. Und wenn ich jetzt ein Mikrofon, wenn ich jetzt nehme, ist ja Membran. Okay, was der registriert, kann ich ja Oszilloskop anschließen. Und dann muss ich das natürlich einstellen, wenn das wenig ist. Und wenn du da ein bisschen mit dem Finger drauf klopfst, dann macht das Ausschläge ohne Ende. Und ich sage, wenn das stimmen würde, ich nehme mal ein Wattestäbchen, pass auf, ich nehme ein Wattestäbchen und da tue ich immer ein bisschen die Watte raus, dass er, wenn so nicht gleich der Anschlag ist, und ich gehe rein und ich spüre, wenn dann die Watte in dem Wattestäbchen, da baust mein Trommelfell ist und gehe ans Trommelfell hin, das müsste, boom, boom, nichts, es macht nichts. Wenn ich jetzt so hinlang rein, im Vergleich zu dem Leisen, das müsste ausschlagen, wieso ist das, wieso hörst du gar nichts? Ich spüre das, aber ich höre überhaupt nicht, dass, wenn das ein Mikrofon mit dran ist und ich schließe das Ding an, das macht schlecht ohne Ende. Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Weil Menschen denken nicht. Wieso sollten sie auch, wenn du dir das nicht denkst, dass die selber denken können? Das ist klar, wenn du einmal nach Fehler hast, stochastisches Denken. Oder du willst es glauben, dann glaubst du jeden Scheiß nicht, weil das dir dann logisch erscheint. Dann glaubst du einfach nach und arbeitest mit dieser Logik an. Das Ohr geht auf Trommelfell. Ja. Ganz nach. Leicht. Das wird du kein Schloch. Aber es kracht. Es kracht total. Krachen ist es nicht. Also bei mir ist da gar nichts. Bei mir ist gar nichts. Weil das ist richtig, das Schlaf, wenn ich jetzt so drauf hau. Nein, das wenn ich nur ganz leicht hinkomme und drehe ein ganz kleines bisschen, das macht einen Krach bei mir. Nee, gar nichts. Bei beiden Ohren oder nur bei den Nein, Ohren? Nein, bei dir nicht, bei mir nichts. In meiner Welt auch nicht, ne? Das ist gleich nur. Du spürst es mehr, wie dass du was hörst. Beim gesunden Ohr.
Ja, es ist eh immer. Es gibt halt viele Variationen. Lass uns nicht von richtig, du kannst nur wieder schauen von richtig und verkehrt. Also ich, bei mir ist es so, und die, wo ich nochmal frage, die das ausprobieren, das selber nichts. Und wenn ich jetzt das wie ein Mikrofon mit dran sehe und ich weiß, dass die Empfindlichkeit ein halber Durchmesser von schlappe ich noch? Das ist ja auch, wenn ich jetzt mir die Frage stelle, wieso dass das Osen, das hebräische Wort für Ohr, dass hier in ganz alten hebräischen Wörterbüchern, dass dasselbe Wort heißt auch ins Gleichgewicht bringt. Das Wort Osen, das althebräische Wort Osen, heißt in jedem alten hebräischen Wörterbuch auch ins Gleichgewicht bringen. Wussten die vor ein paar hundert oder tausend Jahren, wussten die, dass im Ohr das Gleichgewicht so ganz sitzt? Das ist als euch wieder, glaub mir, da außen gibt es keine Welt. Da ist nur Wissen, dein Wissen macht Welt. Und du denkst dir aber viel anderes Wissen aus, wo du mit deinem Wissen bestimmst, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und dann vor allem noch das unendlich viele Wissen, das du prinzipiell aus Gott, aus dem Internet, durch Interesse vollkommen Neues holen konntest, was du überhaupt nicht machst, weil du sagst, das verstehe ich nicht. Moment. Wieso sollen die vor wie vielen Jahren das gemacht haben, wenn ich mir das jetzt ausdenke? Das kann ja gar nicht sein. Das sage ich doch, in der Vergangenheit war gar nichts. Das, deshalb ist ja auch diese Schlussfolgerung, die du gerade gezogen hast. Nein, ich habe gesagt, nochmal raumzeitlich gedacht, wenn ich das sehe, dass zum Beispiel hier dein Brustkorb, wir haben immer zwei Sachen, der Brustkorb im Hebräischen, der reine Brustkorb heißt Chasa. Dasselbe in jedem Wörterbüchern, auch in den alten, heißt es im Geistessehen, der Brustkorb. Ja. Auf dem Brustkorb, das denkst du dir jetzt als die Wasserfläche. Alles, was du siehst, entspringt aus der Wasseroberfläche. Das ist im Geistessehen. Okay, hast du zuerst einmal einen Sinus drauf, das sind die zwei Schadim, das sind die weiblichen Brüste. Das ist die Frau und Schad heißt eine logische Öffnung und Schadim sind zwei logische Öffnungen und jetzt kriegst du das Joch. Das wiederum L heißt, das augenblickliche Licht ist einmal, dass du das aufschmeißt. Jetzt ist aber das Joch ist ja nicht eine Sinus, sondern der sieht ja so aus, beziehungsweise so. Genau. Tragejoch. Genau. Das heißt, wenn ich von der Nulllinie, wir sind ja immer noch in den raumzeitlichen Dingen, wenn ich jetzt eine Eruption mache, UB ist El Hayom, okay? Und der erweckt jetzt eine Eruption. Ion heißt auf Griechisch ein in Bewegung gesetztes Sein. Dann schiebe ich zuerst einmal von meinem Wasser einen Wellenberg hoch, okay? Und in dem Moment, wenn du das jetzt von der Seite siehst, fallen zwei. Genau. Dieses Plus, das ja Geist ist, erzeugt Minus, Minus. Das ist, der Heilige Geist denkt sich, sorry. Und jetzt geht das Spiel des Wogens in der Transversale los, was du dir jetzt longitudinal denkst. Das ist aus 1, wenn es erst einmal 2, das ist Plus. Und These und Antithese sind zwei ausgedachte, abgetrennte von dem einen. Okay, jetzt denk, wenn du von oben schaust, ist er Kreis, dann ist er Kreis. Ja, das ist klar. Aber jetzt pass auf, wir bleiben mal in der Metapher, du wirst merken, das wäre komplexer, wir können nur Vorstellungswelt machen. Jetzt erinnere dich, was ich dir sage, Licht ist eine Transversalwelle und Schallwellen und Wasserwellen sind Longitudinalwellen, das sind raumzeitliche Wellen. Raumzeit hat schon was mit einer Bewegung durch Raum und Zeit zu tun. Bei Licht gibt es das nicht, bei Licht gibt es keine Zeit und keinen Raum. Hier und jetzt bei Photonen. Und jetzt denkst du dir, Wasserbecken, und dann machen wir mein klassisches Beispiel, wir können auch einen Stein reinschmeißen, aber wir machen jetzt einfach, wir sind an einem See, da ist ein Boot am Ufer, ein Steg, und es ist spiegelglattes Wasser. Und wir hängen jetzt in das Wasser alle 2 Meter, 2 Meter, an Korken mit einem Bleigewicht dran, so ein Schwimmer beim Fischen. Ohne dass jetzt Faden ist, nur den Korken mit einem Bleigewicht. Dann hast du diese Korken, alle 4 Meter ist ein Korken, der nur an einem Gewicht hängt. Und jetzt springe ich in das Boot rein. Dann werde ich was reindrücken und dann wölbt es sich zuerst einmal rum und dann wird hier eine Welle gehen. Und dann siehst du, wenn die Welle sich jetzt ausbreitet, dass der Korken hochgeht, der Korken geht hoch, der Korken geht hoch. Natürlich, wenn die Welle hinkommt und die werden sich keinen Millimeter in die Richtung bewegen. Die Korken gehen bloß so, wenn die Welle kommt. Das ist eine Transversalwelle. Und die Korken, die ich mir jetzt räumlich ausdenke, Spiegeltunnel, Spiegel, 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 bewegen sich eigentlich bloß, wie ich sie fokussiere. Die sind aber alle in einem Punkt. Das ist die Transversalwelle. Wir machen diesen Raum, die Zeit weg und drehen das erste Mal, dass das nur immer ein Hochrechnen ist und von unten hochholen ist.
Die gehen wirklich nur so? Die gehen nur so. Ja. Das ist für sie. Ja, ja. Ich hätte schon gedacht, dass die auch so. Nein, wenn er Wind, aber es ist wirklich die reine Physik. Ja, und die Darstellung der Transversale über Wikipedia, ja, dass wir so schwimmen, aber immer noch abwärts und dann so. Das hier schwimmt nicht von hier nach hier. Die machen dann die Querwelle, die Transversale und die andere so, wenn wir bei Physik das machen. Aber immer noch ausgedehnt. So wie ich jetzt das, wenn ich sage, das, was ich mir jetzt hier denke, wenn ich von oben drauf schaue, geht es ja kreisförmig. Dann hast du einen Punkt, einen Impuls und die Wellen. Und jetzt müssten wir uns ein Hologramm von einem Punkt anschauen. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und dann wirst du feststellen, dass du einen Punkt als Hologramm von einem Punkt, von einer Kugel in einem dreidimensionalen Raum, auf der Platte selber, ist ein Punkt in der Mitte und dann sind Ringe drumherum, die immer dünner werden. Das erzeugt dann einen dreidimensionalen in einem Raum hängenden Punkt. Das ist einfach nur dieses Spielen, das verstreut sich in der Unendlichkeit. Und das Unendliche ist der Impuls, der Eins, wird so unendlich filmen, bis es unendlich ist, weil das Innen und Außen eigentlich in einem Punkt ist. Oder? Keine Ahnung, nur du. Und das ist hier und jetzt in deinem Kopf, weil du es denkst. Und hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir jetzt ein anderes 15. Jahrhundert aufmachen. Mit der hundertprozentigen Inbrunst und Überzeugung, dass es richtig ist, weil es dir logisch erscheint. Du bist der Richter alles und jedes. Alles, was du denkst, ist, weil du es denkst. Und es wird genauso sein, wie du dir es denkst. Und der denkt, denken, das ist der Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und was du denkst, bestimmt dein Schwarminhalt. Und den konntest du dir nicht raussuchen. Das ist alles drin. Und jetzt stehst du da, wie bestellt und nicht abgehört, ja, was soll ich jetzt machen? Ich sage gar nichts. Einfach das tun, was dein Programm dir vorschreibt, aber lernen davon, indem du dir bewusst machst, wie du funktionierst. Das ist das, was ich dir sage. Ansonsten spitzt es. Und Liebe ist das Zauberwort. Das kleine Tier in Kraus gestern, wo ich das Lied vorgespielt habe. In der Arche Noah, das kleine Tier. Wenn sich die Menschen nicht mehr lieben, dann stirbt sie aus, die Fitzlaus. Ich kann wirklich nur die Liebe. Und dann habe ich gesagt, hier schon aufpassen, dass in dem Wort klein, das KL1, das ist alles, ist das eine, das nicht existierende E-Quadrat, ich und du. Und Tier, habe ich dann noch gesagt, kann man rot machen. Der immer seiende Gott, der in dir erwacht, das ist das Tier jetzt rot geschrieben, nicht das Ausgedachte. Und das ist der Klaus. Der ist diese Laus, die Fitzlaus. Ja. Hab ich schon gesagt. Klaus ist die Laus. Und da gibt's Fitz, ja auch so Fitz, Vieh ist ja Pi. Pi. Ja. Und Pi ist nicht irgendwie eine unendliche Zahlenkette, sondern es ist die unendlich variierte Vielheit in dem Mittelpunkt. Naja. Physik. Wir haben so viel Wissen, aber alles so verstreut, wo die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Das ist das Symbol. Und jeder lebt in seinem Wahn. Aber es sind ja nur Gedanken in uns. Ja, natürlich. Darum ist auch immer wieder, da gibt es in der Welt nichts zum Retten. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und dann hat sich das mit Weltretten sowieso erübrigt, weil das nur ein Traum ist und ein Traum besteht auch ständig Wechsel in Bildern, die wie Gedankenwellen aus dir kommen. Es ist ein Spiel, du spielst es mit dir rein, egal wie du jetzt zu sein glaubst. Weil ich ja immer nur mit dem, der uns jetzt alle ausdenkt. Aber dein Wissen erzeugt, zwingt dich in diese Information, in diese Form, die du bist. Darum erlebst du ein ganz personifiziertes, einfaches Leben, das sich in dir abspielt. Und da bist du viel mächtiger jetzt schon, auch wenn dein Programm unvollkommen ist. Weil du das erweitern kannst. Ich sage, erfinde einfach neue Regeln. Warum lässt du dir laufen vorschreiben, was du zu glauben hast? Denk doch einfach einmal selber. Und wenn ich das noch nicht kann, dann halte ich mich einfach mal zurück. Und dann mache ich einfach nur als Geist dann beobachten und schaue erst einmal, wie ich tick. Was ich mir wünsche, was ich mir nicht wünsche. Und dann kann ich immer wieder sagen, wenn du dich scheiße fühlst, du Geist, da ist niemals der Reizauslöserschritt, sondern eine zwanghafte Reaktion, die dir dein Programm aufzwingt. Deine Wünsche, all das, was Menschen, die irgend sich was wünschen, die muss eins klar sein. Zu meiner Zeit meine ich jetzt ganz, wir sind ja fast im gleichen Ding. Micky, wir springen jetzt einmal in das Jahr 1980. Da habe ich mich selbstständig gemacht. Oder ich habe ich so oft gesagt, jetzt fange ich nicht nochmal an. 76 bin ich das erste Mal nach Amerika geflogen. 1980 habe ich mich selbstständig gemacht. Da hat es in Weißenburg hundertprozentig nicht eine allereinzige Firma gegeben, keine Bank, wo irgendein Computer im Büro gestanden wäre. Ich bin 76 auf Amerika geflogen, mit dem Flugzeug nach Amerika geflogen. 74 war die Watergate-Affäre. Habe ich so oft erzählt.
Da gibt es einen Kinofilm mit dem Paul Newman, denke ich mir jetzt aus, und da siehst du, die Washington Post ist die größte Tageszeitung Amerikas. Und dann, wenn die dann die Journalisten, die die Watergate in Nixon aufdeckt haben, gehst du durch den Saal und da sind nur hunderte von Schreibkräften an Schreibmaschinen. Nicht einmal die Washington Post hatte 1976 als die größte Zeitung Amerikas in ihren Büros am Computer stehen. Da hat es natürlich schon Computer gegeben. Gibt es der Flying Figure oder wie der Film heißt auf Netflix, wo die Berechnungen mit Kevin Costner, wo die Frauen die Berechnungen für die Mondlandung 69 machen müssen. Da ist genau die Zeit, wo die dann die ersten Rechner, das ist, wenn du ein Smartphone nimmst, das ist wirklich von einer anderen Welt. Aber wieso ich jetzt das sage, und ich habe dann hier 94 habe ich ein Handy von einer Firma aufgequält, 94 war ich mit Marion kennengelernt, kurz vorher, 95 habe ich ein Handy gekriegt, das war ein bisschen kleiner wie die Wasserflasche. Das hat 10.000 Mark kostet. Wollte ich nicht, das hat der Firma, weil ich so viel Umsatz gemacht habe, für ein paar Euro als Bonus. Und da habe ich gesagt, nochmal, und da weiß ich noch, da habe ich die Zahlen im Kopf, da hast, wenn du telefoniert hast, eine Minute hat 1,78 Mark gekostet, jede angefangene Minute 1,78 und Monatsgebühr 78 Mark. Das klingt im ersten Moment, das Autotelefon B-Netz hat im Schnitt, wenn der Autotelefon B-Netz einkauft hast, hat 14.000 Mark gekostet. Das Autotelefon. Und das war B-Netz, das heißt, du konntest zwar anrufen, du musstest, aber wenn du den im Auto anrufst, musstest du wissen, in welcher Stadt er rumfährt. Das Netz war noch sehr dünn, weil du nämlich, wenn der in Nürnberg, musste ich wissen, ist er in Nürnberg, dann muss ich die Vorwahl von Nürnberg wählen. Und was jetzt da eigentlich gar nicht so schlimm klingt, wird er schlimmer, wenn ich dir sage, damals hat der Golf ungefähr die einfachste Ausführung 14.000 Mark gekostet. Das heißt, das Autotelefon hat so viel gekostet wie ein Golf. Es war nur telefonieren. Das ist ungefähr, der kann jetzt das, was mein, ich habe ein Handy, das ich aber nicht benutze, das habe ich damals, wenn mein Internet immer ausgefallen ist, mein Handy hat 10 Euro gekostet, aber da ist schon eine Kamera mit drin und ich kann SMS schreiben und ich kann jeden anrufen. Dieses Teil für 7.000 Mark konnte das alles nicht. Für 10 Mark. Also Euro, Entschuldigung, jetzt Euro, 10 Euro. Mein Handy hat 10 Euro gekostet. So zur geht super. Habe ich aber nicht, so wie damals, wie mein Internet immer ausfallen ist, dass ich zumindest kommunizieren. Jetzt sagt die Maus, wenn ich spazieren gehe, ich muss mitnehmen, wenn ich umfalle, dass man mich wenigstens irgendwann gebüscht findet. Und das hier, was ich immer wieder sage, was so normal ist, das Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen. Ja, absolut. Das war jenseits der Vorstellbarkeit. Jenseits der Vorstellbarkeit. Das, was du jetzt da liegen hast, diesen Dascam-Rekorder, ist ein Zweikanal-Aufnahmegerät, wo du digital aufzeichnen kannst. Okay, und jetzt sage ich dir was. In meinem Tonstudio, habe ich mir das erste Digital-Aufzeichnungsgerät gekauft. Da kommen wir aber nicht auf einen Chip, weil das jenseits von Gut und Böse war. Da musste ich eine kleine Kassette reinlegen. Und das war so groß, so und so hoch. Hat 17 Kilo gewogen und hat 32.000 Mark gekostet. Und damit konntest du zwei Kanäle digital aufzeichnen. Und dann ist für Sony die erste 8-Kanal-Digitalaufnahmemaschine, dass du 8 Kanäle digital aufzeichnest, 480.000 Mark. Um 8 Kanäle, einfach nur 8 Kanäle. Da mache ich dir auf das Ding mache ich dir kostenlose Software drauf, wo du ein Tonstudio hast. Das, was dieses, wenn ich jetzt dir eine kostenlose Tonstudio-Software drauf mache, Music Maker zum Beispiel, das wäre insgesamt, soweit ich das annähern will, mit 24 Kanälen, voll digital, in absoluter Qualität, mit Effektgeräten, noch und noch, alles kostenlos. Das wäre damals für Millionen, hätte man es gar nicht realisieren können. Wenn du da mal Gedanken machst, was da passiert ist, es wird immer digitaler und jeder weiß, wie das funktioniert. Es ist eine ständige Wandlung. Und die Leid entsteht, weil du Veränderungen nicht zulassen willst. Dass du dich festkreizt, ob du jetzt einen Menschen verlierst, du kannst es nicht aufhalten. Selbst deinen eigenen Körper, vom Säugling bis zum Greis. Conny, du bist so alt, die Suppenhund waren. Jetzt schauen wir das Kleine, aber das bist doch nicht du, das ist ein Gedanke. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an den Gedanken oder den... Es ist immer nur das da, was du denkst. Der, der es erlebt, hat sich nicht verändert. Ich kann das nicht oft genug sagen. Wenn du versuchst dich, wenn ich jetzt irgendwo, ob du kochst oder was, oder du, dann bist du neugierig und du... Wenn du liest und studierst, ob jetzt das, dieses oder dieses, du willst dann unbedingt was wissen. Und der Geist, der sich mit irgendwas auseinandersetzt, das sind Gedanken,
Viele Gedanken, eine Hirnwichserei. Dieser Geist, der sich dasselbe auseinandersetzt in seinen Kopf, sich vorstellt, um sich herum ausdenkt, in die Vergangenheit denkt, der das erlebt, dieses Spiel, dieser Gedankenwelt. Das ist immer nur dieselbe Helga, wenn ich jetzt das Helga nehme. Ja, klar. Dass ich dann sage, ich bin 20 oder 50 oder 70, entsteht erst, wenn du an den Körper denkst. Ja, das ist so. Stimmt. Das ist so. Wenn du Geist bist, fühlst du dich mit Helga. Das ist das Ding, wo man dranhängt. Das man aber komischerweise möglichst lange am Leben erhalten will, wo es das Gefängnis ist. Ja. Das ist doch schizophren. Das ist wie mit dem Sagen, du bist ja bloß ein Affe, Inge. Ja, ich weiß. Oder dein berühmter Spruch. Ich weiß. Oder, alle wollen in den Himmel, aber umso recken will keiner sterben. Das ist es. Ja, ist an sich nur Sicherheit, ne? Es ist alt, es wird so schön, um wahr zu sein. So viel Santos, wie ich schon gedreht habe. Wer bestimmt, was wahr ist und was nicht wahr ist. Ich sage, Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Es ist alles wahr, was du denkst, weil du musst etwas denken, um das wahrnehmen zu können. Bloß jetzt geht es bloß, dass du, wenn du jetzt was denkst, das du wahrnimmst, bestimmst, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Ich sage, selbst Osterhase ist jetzt eine Wahrnehmungseinheit. Ja. Der hat nicht existiert, solange du nicht dran gedacht hast. Ist so. Und dann bist du schon wieder in der Einseitigkeit. Das ist so hartnäckig, dieses Nicht-Wahrhalten von dem, was ich euch erzähle. Das wird sich nicht. Wie halte ich das jetzt? Frag mich das wirklich. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein reiner Wahnsinn. Und du kannst es nicht, wenn du jetzt das nicht haben willst, das ist ja auch schon wieder nicht einverstanden damit. Du hast nur einen ständigen Dilemma. Und so, du kriegst irgendwann denke mal, leg mich in den Arsch. Das sind irgendwie noch voll ganz kleine Sachen. Ist ja alles in Ordnung. Ja, aber du musst da trotzdem. Ihr wisst doch, was ich immer wieder sage. Das erste Mal sterben mein Kleines, wenn der Sohn zum Papa kommt, er ist in der Pubertät und jetzt steht mit seiner Freundin an, irgendwann einmal das erste Mal, dass Sex passiert. Da ist irgendwas, das treibt dich, du willst das haben. Und da ich ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn habe, also mehr wie Brüder oder wie Kumpel, und er sagt, Papa, helf mir, was kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Nur sag, pass auf, Sohn. Das erste Mal Sex, da musst du dich, es kann super sein oder scheiße sein, meistens ist es nicht ganz so gut. Da wenn umso mehr du dich damit beschäftigst, umso schlimmer wird es meistens, weil du dann Vorstellungen hast, die nicht eingefüllt werden. Ich weiß, ich habe als junger Busch, ganz jung, jetzt mache ich Udo, da habe ich Bücher gelesen hier und dann lese ich der Orgasmus, wenn Mann und Frau verschmelzen und dass das, wie toll das ist und wie super ist und ich habe mich dann reingesteigert ohne Ende. Und wie das dann das erste Mal passiert ist, war ich sowas vor enttäuscht, weil ich nicht einmal gewusst habe, ich habe am ersten Mal nicht einmal gewusst, ob ich Wasserklassen habe oder was. Es war nichts. Es war überhaupt nichts. Aber jetzt pass auf, und dann sage ich, das erste Mal Sex ist wie das erste Mal Sterben. Sterben ist ein Einswerden. Man hat, wenn man nicht weiß, was ist, hat man eine scheiß Angst davor. Dass was verkehrt läuft, weil man gar nicht weiß, wie es ist. Das ist das erste Mal Sterben. Ist man was überhaupt nicht, was ist. Man irgendwas treibt dich hin, weil du das willst. Und ich sage immer wieder, das ist das erste Mal, es ist halt wie es ist, lass dich überraschen, mach dich nicht verrückt, ich kann da nur einen Song, es ist nur das erste Mal. Und wenn man das dann öfters macht, das Sterben, dann kann das richtig interessant werden, dann hast du kein Problem mehr damit. Es ist nur das erste Mal, bis man einmal was da wirklich abgeht und das ist Wachwerden. Jetzt ist nur dich, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie das ist, wenn du wach bist. Ja, kann man sich auch nicht. Weil es ist das erste Mal, dass in dem Moment, wo du das Wort zurückgibst, ist es, wie wenn du einen Stecker rausziehst beim Computer. Und dann muss er neu hochfahren. Jetzt ist das Problem, wenn das Programm nicht austauscht wurde, dann hast du halt wieder Haarlaufen. Ja. Und was ich in der Zeit eben. Und darauf habe ich auch keinen Einfluss. Nein, du hast überhaupt keinen Einfluss, weil alles schon perfekt ist. Das sage ich doch. Das ist schon wieder jeder, der Einfluss nehmen will, will irgendwas ganz auf eine bestimmte Art und Weise. Und er will nicht Holo-Feeling. Er will nicht alles. Ja. Er will nicht alles. Das Meer hat mit allen seinen Wellen kein Problem. Es zieht keine Welle vor, da sagt die Welle will ich nicht und von denen will ich bloß noch die Wellen haben. Das gibt's. Wenn du immer bist, ist das komplett weg. Das heißt eine komplette Gleichgültigkeit allem gegeben. Darum sag ich, fordere dein Wille geschehen. Fordere dein Wille geschehen. Und dann schauen, was du willst und was du nicht willst. Und dann versteh dieses Prinzip. Nicht mehr selber was wollen. Und der Rest Zeit wird dann so belanglos. Ja. Das ist der Jan, wie ich gesagt, gestern bei unseren Spaziergang mit dem Jan.
Aber ich so super, ich richtig, hat mir richtig Freude gemacht, der Bursch, weil er früher gelöchert hat und jetzt ist er. Und der ist so, dass er jetzt das ganze Gespräch, was die Erkenntnis reduziert sich auf eine extreme Einfachheit. Was ihn total wegflasht, wo du merkst, er ist zutiefst erschüttert. Und das hat jetzt nichts mehr mit dem ganzen intellektuellen Zeug, was ich euch versucht zu erklären zu tun. Wie du sagst, ab 40, gell? Das war immer wieder die Prophezeiung. Das geht jetzt langsam, begreift er den kann. Und den John, den wir uns jetzt ausdenken, der kann gar nichts verstanden, weil der schon wieder weg ist, wenn man nicht denkt. Das ist der Widerspruch. Das genau um dieses Thema, genau um dieses Thema geht es. Genau um dieses Thema geht es. Der Schlüssel ist wirklich alles ist komplett loslassen, Vater. Dann das, was immer wieder, das heißt, alles was wieder, du schaust, wie du reagierst, wenn du jetzt wärst, positiv oder negativ, und dann soll ich immer wieder, und dann drehst du das um 180 Grad. Das heißt, da musst du dein Programm verändern. Das ist das allererste, die Erweiterung, dass du jetzt hörst, dass irgendwann davon bekannten gestorben ist, dann sei nicht entsetzt, sondern freu dich. Ja. So, der hat mal einen Schritt voraus. Wobei du dann aber weißt, dass der Gedanke sowieso keinen Schritt voraus hat, dass aber keinen Sinn macht, den zu wiederholen, die Trauer, die Grabsteine. Dieses unendliche Leid, was Glaubenssysteme, wir können das Religionen nennen, über die Menschen brachten. Ja, das ist wahr. Meinst du, dass jemals in irgendeiner Form, zum Beispiel, wo durchrauschen bei euch, wenn ich immer die Schulmedizin mache, es sind Krankheiten Erfinder, da kann ich euch tausendmal sagen, wenn du jetzt in der Kleinstadt, in größeren kriegst das nicht so mit, aber in Weißenburg kann man es schön nachvollziehen, ob das Zahnärzte oder Ärzte sind. Die sind so explodiert. Und ich sage, die Welt hat sich für mich seit den 80er Jahren nichts verändert. Ob ich wohin gehe, ist natürlich alles, aber im Detail, das kriegst du ja nicht mit. Dass jetzt überall in jeder Kleinigkeit mit den Handys, wenn du durch die Stadt gehst, die glotzen alle bloß noch auf die Handys. Ich tue das nicht kritisch, ich schaue einfach nur. Ja. Die sind ja gar nicht mehr da, wenn du die siehst. Jetzt kann ich das positiv und negativ sehen, das habe ich schon mal gesagt. Wenn ich jetzt so normaler, materialistischer Naturmensch bin, soll ich, die sehen ja von der Welt nichts mehr, die glotzen alle bloß in ihr Handy. Aber ich sage, was aus dem Handy kommt, kommt aus dem Internet und der Internet ist das Tiefste, die orientieren sich zumindest schon an Gott, wo alles herkommt. Und haben keinen Fokus mehr auf, mach dir kein Bild von irgendwas da draus. Ob die das natürlich checken, du kannst alles spiegeln, merkst du das? Ist verrückt, ne? Alles, was du positiv siehst, mach ein Spiel mit dir und dann wirst du inspiriert, Conny. Dann wirst du wirklich inspiriert. Das musst du selber einfach sagen, wie kann ich jetzt das was, dreh es um 180 Grad. Und dann wirst du, wo du entsetzt warst, wirst du plötzlich Freude haben. Aber im tiefsten Innern, im allerersten Moment. Da ist kein Hauch von Trauer oder irgendwie, es ist alles perfekt. Und dann wirst du meinen, dann fangen auch an, die Puzzlestücke sich zusammenzusetzen. Und das sind, bei manchen Sachen geht es einfach und bei manchen Sachen stehen dir wirklich die Haare zu Berge. Weil das will, da wehrt sich alles dagegen, das die Moral. Denken zu wollen. Das ist auch übrigens dann die letztendliche Aufgabe. Ja. Dass der Affe wirklich sich, der Affe, aber jetzt ist doch gerade Enosch, diese normale Dora-Begriff für Mensch. Wieso heißt dasselbe Wort sterblich und unheilbar krank? Unheilbar ist nicht zum ewigen Leben erschaffen. Das ist der Anogi. Der ist aber der hier. Solange du noch in Vergangenheit und Zukunft lebst, wirst du das nicht begreifen. Du wurdest niemals in der Vergangenheit geboren. Das, was du jetzt dir denkst, ist ein Gedanke und wird sich in der Zukunft nicht auflösen. Das, was du jetzt zu sein glaubst, entsteht jetzt, wenn du an dich denkst, und es löst sich wieder auf, wenn du nicht mehr dran denkst. Das passiert aber schon mit dem nächsten Gedanken, den du denkst. Das ist, und dann betone ich, das ist hundertprozentig sicher. Du lebst in einer Welt voller Nobelpreisträger und weiser Menschen und hat Doktoren, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Bring mir einen einzigen Mathematiker, der wirklich in diesem Kontext weiß, was hundertprozentig sicher ist, und ich beweise dir, dass 99% seiner Glaubenssätze nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es ist blinder Glaube, die nennen das dann Axiomen und Theorien. Einstein gibt es eine spezielle Relativitätstheorie und eine allgemeine Relativitätstheorie. Theorie ist eine Sichtweise, es ist eine Facette und es baut auf Axiomen auf. Axiome sind Glaubenssätze, die man in keinster Weise überprüfen kann, die aber es wird wert sind, dass man sie trotzdem glaubt. Weil das ist eben so. Das ist die Petitio Principi. Das ganze naturwissenschaftliche und religiöse Weltbild ist ein, das naturwissenschaftliche, arithmetische Weltbild ist ein Riesenkartenhaus, habe ich vor 30 Jahren schon gesagt. Das lückenlos, was die Berechnungen rein in der Grundarithmetik aufbaut aufeinander, aber wo die unteren Karten erlogen sind.
Das Mendeleische Periodensystem in der Chemie. Und ich sagte, wenn du einen fragst, wenn du schaust, dann sagt dir jeder Student in der Chemie, sagt dir sofort, baut auf Mendeley auf, wann hat er das entdeckt? Und dann frage ich, wie hat er das entdeckt? Zu dem Zeitpunkt. Wie kann einer 1800er Bader zerquetschte entdecken, dass da Atome sind und der Wasserstoffatom, das übrigens genau genommen Wasserstoff als Ding an sich ein vollkommen unsichtbares, geruchloses, geschmackloses, ungiftiges Gas, etwas, was du in keinster Weise wahrnehmen kannst, wie die menschliche DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal sieht. Was ist denn das? Es ist Glaube, es funktioniert, weil du es glaubst. Weil du Theorien als Vorstellung verwirklichst. Auch das heliozentrische Weltbild hat noch nie einer gesehen. In der Schattenfrau heißt es schon, es hat auch noch nie irgendein Mensch gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Zeig's mir. Und du wirst jetzt feststellen, wenn du deine Tierchen in die Programme das sagst, wird jeder zu dir sagen, so ein Blödsinn, die Astronauten haben es doch gesehen. Und dann sage ich, was ist jetzt ein Astronaut? Es ist ein Wort. Ja. Was macht dein Programm aus dem Wort Astronaut für eine Vorstellung? Ein Affe, der in eine Rakete steigt, hochfliegt und verhoben, der macht es, es wird jeden, den du dir ausdenkst, der hat das entdeckt oder gesehen oder getan oder erfunden, was du dir denkst. Aber den du dir jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, ansonsten gibt es den nicht, außer in dem Programm, in dem Kontinuum. Und das ist dein Schwamminhalt. Hätte man dir was anderes erzählt, hätte man dir gesagt, dass der von da oben einen Käsewürfel sieht, wo wir drauf leben, dann würdest du den Kohl, und der wäre vollkommen logisch für dich. Und ein Professor Lesch, wenn der im 16. Jahrhundert diesen Schwamminhalt hätte, dann ich kann es nicht auf einer Welt der Galilea Verschwörungstheoretiker gewesen. Wie kann man so einen Blödsinn glauben, dass die Welt eine Kugel ist? Das ist, wenn man dann da runter, dann würden wir in den Himmel reinfahren, weil was das alles von oben nach unten fällt. Das sind Fallen. Logik ist einfach nur Fallen. Es sind begrenzte Denksysteme. Das habe ich vor 30 Jahren schon erzählt. Jetzt gibt es einige, die in Ansätzen, Herr Lehrer, die jetzt auch beim Wiederholen und immer wieder wiederholen, sagen, irgendwie ganz so blöd ist das nicht, was er sagt. Total eindeutig, was er erzählt. Man muss das immer wiederholen. Es geht nicht anders. Aber das Thema ist ja nicht einmal vorwerfen. Wir hatten das mit Aspirin und all dem Zeug. Es ist normal, wenn du in einer gewissen, in einer Phase ist es, da wächst du, wichtig ist, dass man rauswächst. Dass ich immer wieder sage, das ist ein Leben und dann machst du Erfahrungen, dass man dann irgendwann begreift, das, was mich am Leben hält, ist nicht das Geld, sondern das, was mich jeden Morgen wach machen lässt. Aber du musst auch da deine Rolle durchspielen. Das ist die Figuren wie Figuren in einem Krimi. Wenn du Autor bist und was schreibst, das war gerade wie beim Hören, wo ich sage, du darfst nichts wegmachen. Wenn wir in die göttliche Bibliothek mit unendlich vielen Geschichten, mit Märchengeschichten, das kann ein Krimi sein, in dem Moment, wo ich die Verbrecher wegmache, wenn ich sage, die Krankheit, wenn ich wegmache, was die wollen, dann gibt es auch keine Gesundheit, dann brauche ich keine Ärzte mehr, dann brauche ich keine Apotheker, dann ist ein Strohfeuer. Weil sobald du die Berge wegmachst, gibt es auch keine Täler. Und darum ist jegliche Art von Einseitigkeit führt niemals zu einer Heilung, sondern mit einem ständigen Umkippen. Ich kann immer nur dieselben Sachen wiederholen. Das ist der Mensch vom Säugling bis zum Kreis. Du kannst den Säugling nicht am Leben halten, der wird sich auflösen, sonst gibt es keine Schulkinder. Es ist doch so einsichtig. Es ist so, wieso ab einem gewissen Alter, will man im Alter, wenn das ist der Wahn. Das ist der Wahn, weil man nicht weiß, was man eigentlich selbst ist. Wer das erlebt, ist was anderes wie die Figuren, die durch dieses Programm, wo er durchläuft, in ständig wechselnden Bildern, wie die Seiten, die Worte in dem Buch. Wenn man das 20 Jahre immer wieder wiederholt, irgendwann wird es immer klarer. Das ist das, was das Erste ist, was du verstehen musst. Und die Wünsche, die man hochrechnet, ich kann jetzt immer wieder Mathe und Klaus, kann ich mir jeden Namen nennen. Das wird dann, wenn man es lang, egal was du länger hast, dass der Mensch früher bei meinem Bezi, habe ich gesagt, der Mensch will eigentlich immer das, was er nicht hat. Ich habe gesagt, Bezi, ganz früher, wie er sein Geschäft noch hatte, sein Büro, habe ich gesagt, Bezi, ich komme in dir rein, du jammerst, weil kein Geschäft geht. Dann komme ich rein, dann jammerst du, weil du so viel Arbeit hast. Ich sage, du bist doch ein Wahnsinniger. Du jammerst, wenn du einen Hunger hast und du jammerst, was man gerade gehabt hat, wenn du überfressen bist. Dass du immer, wenn du einen Hunger hast, willst du satt sein, bist du dann überfressen. Das ist dieses klassische Beispiel. Wir denken uns jetzt einen richtig hungrigen Menschen.
Und er lebt in dem Wahn, dass er meint, wenn ich jetzt satt wäre, dass das eigentlich schon für ihn die einzige Glückseligkeit ist. Ich möchte da mal Geld reich sein. Es wird mir reichen, wenn ich satt wäre. Er meint also, die Ursubstanz des Glückseligseins ist das Sattsein. Und jetzt denke ich mir einen, der total überfressen ist. Den geht es genau gespiegelt, scheiße. Okay, und wenn ich jetzt auch, was wird es denn darum gehen, wenn du richtig vollgefressen bist, wenn du jetzt innerhalb von 5 Sekunden wieder leer wärst? Ein Junge, der sagt, das ist es. Dir wird erst, wenn du überfressen bist, bewusst, dass eigentlich hungrig sein gar kein schlechtes Gefühl ist. Aber bitte, wenn du überfressen bist, versuch nicht, deinen Hungrigen zu erklären, dass aus deiner Perspektive er sich besser fühlt wie du. Und jetzt geht dieses Spiel, dieses ewige Hin und Her. Und die Mitte sucht keiner. Die Mitte ist immer wieder, die Mitte ist für keinen interessant. Mit Maß und Ziel, ne? Udo, das ist es. Mit Maß und Ziel. Das Bip, Bip, Bip. Nicht himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, die Ausschläge, sondern dieses leichte, die leichte Gelassenheit. Und der wirkliche Seelenfrieden ist der Nullpunkt. Das ist die Fähigkeit zu beobachten, ohne was zu bewerten. Die Bewertungen zu beobachten, ohne selber zu bewerten. Das ist der Weg in die Freiheit. Und da muss ich an dem, wie ich bewerten, muss ich nichts verändern wollen. Und das sind die Sätze, die da die seit 20 Jahren suchen. Es dauert so lang. Man muss immer wieder selbst, wenn ich das immer und immer wiederhole, sage ich, dann ist noch, solange das auch, wenn du zuhörst, ist es noch nicht ganz installiert. Ja, und da so viel erzählen, ich kann so viel erzählen, das jetzt ist nichts anderes. Wo ich gerade mit der Programmierung, die Entwicklung, die ich mir jetzt für die Entwickler denke, wie sich das aufbaut. Ich denke es mir aus. Und ich kann mir das jetzt bloß denken, weil du dir das ausdenkst. Sonst könnte ich es ja nicht erzählen. Das heißt, da ist hinter dir ein riesen Schwall an Wissen, wo du praktisch bloß in einer Kette drin stehst, die so unendlich viele wissen, als Vielwisserei, als alles. Und die Quelle ist es nichts. Und die zwei wiederum, die sind genau genommen, jetzt sind wir immer in der Peripherie. Das ist der Hamster im Laufraum, wo ich immer sage. Jetzt können wir natürlich, H-Arm ist ja schon wieder mal die Mutter. Und SDR heißt widerlegen. Rot Versteck, SDR, ich strecke eine Ecke. Und dann meine alte Metapher, wo ich sage, wenn du jetzt rennst, das ist wie im Videospiel. Wenn du rennst und du bist in einem Laufrad und denkst jetzt, dass die Sprossen im Laufrad, du hast so eine Brille auf, wie eine VR-Brille, und die Sprossen im Laufrad, das sind die Einzelbilder von den Filmen, wie beim Daumenkino. Dann rennst du und dann bewegst du dich durch die Zeit, weil du ständig wechselnde Bilder vor dir hast. Und das ist wie der Esel mit der Karotte, wo ich in Almen einmal gesagt habe. Dass ein Esel hinten an seinem Sattel einen Stab hat und vor ihm hängt der Karotte und er rennt immer der Karotte nach. Das findest du dann in Elise im Wunderland. Diese Spiegelung hinter dem Spiegel, Entschuldigung, bei Elise hinter dem Spiegel. Bei Elise hinter dem Spiegel. Da sieht die in dieser gespiegelten Welt, die sieht das Schloss und die wird zum Schloss. Weil es Nacht wird, dass sie da einen Unterstopp findet und sie rennt los. Mhm. Und sie läuft zum Laufen und sobald sie läuft, wird das Schloss immer wieder weiter. Und dann läuft sie langsamer, dann kommt das Schloss wieder näher. Und dann rennt sie wieder schneller, weil es finster wird. Das Schloss geht weiter weg und dann bleibt sie stehen und dann ist sie drin. Das gespiegelte Denken. Das ist, die Weisheiten sind wirklich in den Märchen und in den Sprichwörtern. Oder die schöne Geschichte mit dem Didel die und mit dem Didel da, kannst du dich da erinnern? Da geht dann die Elise durch, mit dem Didel die und dann liegt der Didel da, glaube ich, so rum, oder irgendeine Königin, dann liegt dort und dann sagt, wir müssen jetzt ganz leise sein, dass er nicht aufwacht. Ja, ja. Dann sagt sie, wieso? Ist er gefährlich? Nein, der ist nicht gefährlich, der träumt uns gerade. Wir müssen jetzt leise sein, dass er nicht aufwacht. Der träumt uns gerade. Ja, wieso denn? Ja, wenn er wach wird, sind wir weg. Diese Ironie, dann sind wir weg. Das ist es. Und dann kriegt sie förmlich Angst. Und dann stellt er sich so hin und sagt, du wirst doch wohl nicht glauben, dass du echt bist. Die Weisheit in den Märchenliedern, das ist immer des Kaisers neue Kleider. Das sind so Hammerschläge. Die Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr nicht seht. Ich weiß nicht, in wie viel Selbstgesprächen ich gesagt habe, wir denken uns jetzt einfach, du hast einen Zettel, eine Zeitung vor dir und da stehen Namen drauf. Es sind jetzt erst nur Worte. Merkel, Putin, Trump, Einstein, was auch immer. Und dann machst du aus den Worten, denkst du dir Menschen aus. Und die werden ganz subjektiv, Hirnwichserei, die werden so sein, wie du sie dir denkst. In Maßsetzung deines Schwamminhalts.
Und was das Irre ist, du bist hundertprozentig sicher, dass, wenn du dir Menschen ausdenkst, charaktertechnisch, dass jeder so ist, wie du in dir denkst und du überhaupt nichts damit zu tun hast. Und ein anderer liest denselben Namen, sieht dasselbe Wort und denkt sich einen komplett anderen aus. Und jetzt treffen die aufeinander, denken wir uns aus und dann fangen die zum Streiten an, weil jeder ist hundertprozentig überzeugt, dass das, was ihm logisch erscheint, das Richtige ist. Und wenn du das jetzt oft genug wiederholst, was du feststellst, und ich bin auch einer dieser Deckenwesen, ein jetzt ausgedachtes Leben lang. Und dann warst du ruhig. Das ist ja immer interessant in der Sprache, Conny, dass für dich, weil du das noch nicht so lange dabei bist, die alten Hasen wissen, dass jedes Wort arbeiten, das ist im Dialekt des Erberten, was erbertsen du, sagt man bei uns. Das ist übrigens auch hier in der Grünau in Österreich, sind es die Odlichen. Erberten auch, ich meine jetzt die Odlichen ist bei uns Odel, in Franken ist Odel, Odel. Und der Adel heißt Odel. Und das Erberten, was erbertzen du, wenn du jetzt die Lautwandlung siehst, im Lateinischen Orbiten, arbeiten, orbiten. Was meinst du, was das auf Lateinisch heißt? Bist du eine Lateinerin? Ich war eine, aber das habe ich vergessen. Orbiten heißt verwaist sein, der seinen Vater verloren hat. Das heißt, wenn du für Geld arbeitest, dann hast du vergessen, wer dein wirklicher Vater ist. Wenn du den nämlich weißt, dann brauchst du nicht mehr um Geld arbeiten, was nicht heißt, dass du nicht arbeitest. Ich muss jetzt immer bei aller Bescheidenheit sagen, ich mache ja nichts seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren arbeite ich ja nichts mehr, ich bin ja daheim. Das ist interessant, ich lebe bloß von meiner Frau und göttlichen Zuwendungen oder Figuren, aber ich selber brauche für mich wirklich, ich lebe, ich jetzt, ich sag mal, Luxusprobleme, wo ich habe mit Gewürzen, wenn ihr was mitbringt oder sonst, weil da bin ich ja nicht dumm oder ihr schickt ein Paket oder was das so ist. Aber das ist rein im klassischen Sinn, wenn ich das nicht hätte, ich wäre nicht unglücklich. Aber was jetzt das reine Grundleben ist, lebe ich mit Sicherheit, ich als Udo unter Hartz IV. Aber nicht, weil ich jetzt das nicht, ich habe eh Luxusprobleme. Aber was jetzt mit der Marion ist, wenn du die fragst, ist den Schmarotzer, den sie hat seit 25 Jahren. Die sagt, sie wird keiner mehr arbeiten wie ich, weil ich fast jeden Tag um 5 oder 6 Uhr aufstehe. Und ich sitze genauso am Tun und ich sage die Selbstgespräche und das Zeug vom Schreiben, darum geht es gar nicht. Wisst ihr, wie viele tausende Mal ich das erkläre, wo du nicht dabei bist, wo ich dich Selbstgespräche mache, die nicht aufgenommen werden und die nicht reingestellt werden? Das ist, lass es einfach im Raum stehen. Das heißt, und dieses, da ist kein Fehler. Da ist kein Fehler. Gehst du von einem jetzt aus und der ist jetzt alles da. Und jetzt pass auf, das, was wir machen, diese Vergangenheit kann gar nicht stimmen. Jetzt die Vererbungslehre-Song, die dann immer wieder, da baut sich, dann stirbt das wieder aus. Die gehen immer davon aus, dass unten wenig sind und dann immer mehr kommen, wo natürlich wieder eine Rasse, ein Zweig wegfällt, weil die aussterben. Aber dass immer das so ist. Ja, aber schreibt dir die Bibel denselben Scheiß. Adam und Eva, so. Nein, das ist das große Problem, dass du jetzt das machst, dass die Bibelauslegungen sind eben keine chronologischen Beschreibungen. Das ist das Erste, was beginnt. Du weißt von der Bibel das, wie die Bibelgelehrten dir das erklären. Du hast eine Urschrift und das ist eine Zahlenstruktur, wo ich dir jetzt erst einmal sage, du darfst nichts hinzufügen und nichts weglassen. Wenn du was hinzufügst, das sind diese Zeichen, sind heilige Zeichen, Schriftzeichen. Und das sind drei, jedes Zeichen ist eine Trinität. Es ist zum einen ein Symbol, zum anderen ist es eine Ziffer. Im alten Hebräisch, jetzt kann man wieder nachlesen, ich mache schon wieder Vergangenheit, angelesenes Wissen, Hirnwichserei. Es gibt keine Vergangenheit. Aber man muss irgendwie ja in Worten, in Vorstellungen machen. Es ist eine Ziffer, es ist ein Symbol, es ist eine Ziffer und es ist ein Lautwesen. Das ist das, was ich immer im Klassischen sage. Das B zum Beispiel, der zweite Buchstabe. Ist es B, das schreibt sich, wird Bet ausgesprochen, aber Bit geschrieben, Bit, das ist unsere Computertechnik. Ein Bit ist 0 und 1. Okay, und das Wort heißt Haus. Das heißt, es ist schon interessant, dass wenn ich den Buchstaben hinschreibe, das B hinmache. Jetzt hat es früher in alten hebräischen Schriften, das habe ich jetzt alles, ich zitiere aus das Buch heraus und wir machen ja dann eine Synthese von diesen Gedankenbastelstücken, da hat es wirklich keine Ziffern gegeben. Wenn du die Hebräica Stuttgarensica, die Standardbibel anschaust, wo die katholische Kirche benutzt, da sind die Kapitel noch auch mit hebräischen Ziffern angegeben. Das ist, Kapitel 1 ist ein Aleph und in alten Hebräisch hat man einen Punkt drüber gemacht, das ist jetzt kein Vokalzeichen,
dann ist das Aleph die 1 und das Bet ist die 2. Das ist, weil das ja auch eine Zahl ist. Ich erzähle dir was. Dann haben wir das Symbol, Aleph ist das Haupt des Stiers, heißt es. Und das Bet ist das Haus. Und das Bet ist das Haus. Und dann haben wir, Dalet ist die Tür. Das ist das Symbol. Und dann haben wir den reinen Laut. Aber das sind Konsonanten. Bis jetzt, wie gesagt, die 1 und die 70 und das Waff und das J. Das nennen wir Halbvokale. Und das ist das System. Und es gilt dann die Erweiterung, wenn wir in Sanskrit gehen, was da mehr Buchstaben waren. Das ist das wenigste, das kleinste System, das jetzt hier mit Schriftzeichen eine Sprache versucht darzustellen. Aber es fehlen halt die Vokale. Denk wieder an die Götter müssen verrückt sein mit der Cola-Flasche. Dieser kleine, unschuldige Waldmensch, die sprechen nur mit Konsonanten. Das ist nur heilig. Und dann kommt so eine Cola-Flasche und das bringt die ganze Welt auseinander, weil dann kommt der Streit, den hat es vorher nicht gegeben. Dass wenn verschiedene Kurven sich überlagern, dann ist, pass auf, wenn ich jetzt so eine langweilige Kurve habe und ich habe eine kleine Kurve, okay, dann ist diese kleine Kurve, die liegt auf, wie Oberwellen, das nennt man Oberwellen, die liegt auf dieser langweiligen Kurve drauf. Ja. Und wenn du riesen gemischt hast, wird es immer mehr, weil du die Einzelnen ja verschmelzen mit den anderen in dieser Addition, das haben wir doch schon mal am Rande hinter mitgekriegt, und dann ist nur die Addition aller Frequenzen gleichzeitig und es ist nur eine Oberwellenkurve. Da die verschmelzen, sind die einzelnen Instrumente, die ich mir jetzt denke, bing und bü, der Bass, die verschmelzen in eine Einheit, die ist auf der Platte. Wenn die Platte drüber fährt, gibt der Lautsprecher bloß diese Hüllkurve wieder. Das ist gar nicht drauf. Das ist ein Fehler, es wird ein Fehler in die Physikbücher. Das ist der Punkt. Das ist wieder ein Fehler in die Physikbücher. Das sind, ich zeige dir auf jeder Seite Fehler ohne Ende, wenn ich dich darauf hinweise, sag dir, das stimmt ja eigentlich. Wie kann der Plattenspieler jetzt wieder raussubtrahieren? Ja. Ich sehe da noch viel krasser. Ich verstehe das. Kann man nicht vorstellen. Es ist ja gerade, dass das Hauptproblem ist und der Punkt, der feste Punkt, den kannst du dir nicht vorstellen. Dass jetzt, wenn ich immer wieder dieses Beispiel mit dem Kreis, ich habe das gestern kurz angesprochen, ich will da noch ganz kurz drauf eingehen. Ich habe gesagt, wenn wir hier einen Kreis malen, dann ist der gekrümmt. Okay, ich mache mal zuerst einmal die erste Metapher. Wenn ich den größer mache und ich schaue mir immer denselben Kreisausschnitt an, pass auf, wenn ich jetzt so ein Stück bloß anschaue, ist natürlich schon wieder eine Vorstellung, weil das befindet sich ja hier, das ist wichtig. Ich mache mir hier eine Matrix, die ich mir ausdenke, aber es ist, wenn ich jetzt schaue, das Weizenglas und das, dieses Pink, ist alles hier. Okay? Wenn ich jetzt mir hier einen Kreis, den ich so groß mache, dann sehe ich den Kreis. Wenn ich jetzt den größer mache und ich schaue mir nur immer maßstabstechnisch diesen Ausschnitt an, dann wird umso größer der Kreis wird. Weil er immer mehr, für mich in den kleinen Ausschnitt immer mehr Ding. Jetzt, wenn ich jetzt ideal gehe, dass ich sage, kann der überhaupt jemals eine Gerade werden? Wir sagen mal, wenn er unendlich groß ist, ist es eine Gerade. Mhm. Dann ist aber die gegenüberliegende Seite unendlich in der Richtung weg. Wenn er, wenn er gerade wird, ist es unendlich. Und dann wird alles, was drumherum ist, unendlich. Yes. Jetzt pass auf. Jetzt ist es aber, dass wir ja wissen, dass ich immer so ein Kreis ist, ein Unendlicher. Weil jeder Punkt in einem Kreis, das war gerade beim Holger, setzt dich, der Vollpfosten sagt zu mir, am besten du setzt dich in die Mitte, dass dich alle besser sehen sollen. Wie soll ich das in einem Kreis machen? Jeder Punkt an einem Kreis ist der Mittelpunkt. Es ist, ich sitze in der Mitte. Eine Metapher. Und er hat mich missverstanden. Ja, ja. Und jetzt passt auf. Ich sage, das ist so unendlich Eck und jeder Punkt, den wir uns jetzt in den Kreis reindenken, ist eigentlich eine Ecke. Denk wieder 16 Eck, 32 Eck, 64 Eck. Ich rede jetzt nicht vom Maßstab. Was heißt das, sobald ich mir den als ein unendlich Eck vorstelle, habe ich einen Kreis mit unendlich vielen Punkten. Aber zu dem Punkt, wenn ich mir das jetzt als unendlich entdecke, sind auch zu jedem Punkt gehören immer zwei kleine Kanten, auch wenn ich das immer feiner mache. Jetzt pass auf, ich mache jetzt mal nur zwei Sachen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zack, 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 zack. Es knickt immer um. Jetzt kann man Folgendes sagen. Wir wissen, These und Antithese ist eine Synthese. Jetzt habe ich die erste Möglichkeit, dass ich also hier mir jetzt erst einmal klar mache, dass ich kann jetzt jeden dieser Punkte, dieser Seiten, dieser zwei Seiten, kann ich, wenn ich die jetzt in diesen Schritten, was ich bei dem Ich mache, zu einem kleinen Ich, kann ein großes blaues Ich. Jetzt gehe ich immer nur um einen Schritt hoch. Zu dem großen blauen Ich, das braucht ein rotes Ich. Das rote Ich braucht der JCH. Mhm. Machen wir jetzt dieselbe These, Antithese, dann ist also die These, wenn ich jetzt hier anfange, ist hier die Antithese, das ist der Punkt, die Synthese. Die Antithese ist aber auch dann wieder die These,
Und den für den nächsten Punkt Antithese. Ja. Dann ist ja aber jede dieser Strecke These und Antithese gleichzeitig und These und Antithese gleichzeitig ist Synthese. Ja. Ich kann nämlich auch mir das denken, wir denken, wir stellen uns nur vor, ich kann mir das natürlich auch denken, dass ich jetzt hier zum Beispiel immer den Mittelpunkt, den wir natürlich jetzt brauchen, weil wir haben ja einen Kreis, dass jetzt jede dieser Seiten eine Tangente ist, die ich setze. Und du wirst dann irgendwann merken, dass du dir das in der Größe auseinanderdenkst, dass die Tangenten, wenn ich alle Tangenten dann hinmal, das wäre jetzt praktisch ein Kreis, wo lauter so Striche rum sind. Wenn ich jetzt aber an jedem Punkt das mache, jetzt ist natürlich, wenn ich es ausdenke, geht es nicht, was du feststellen, das ist eigentlich nur ein Mittelpunkt, der hier solche, jetzt bin ich wieder beim Mandelas Beispiel, mit dem Whiskyglas einschieben. Ich brauche nämlich, was ich denke, brauche ich ein Gag-Endal. Und jetzt müsst ihr wissen, die Vorsilbe G in der Sprache. Duden ganz grob sagt, das weist immer auf ein Zusammensein hin. G ist der dritte Buchstabe, das ist die Synthese. Ob ich jetzt das blau mache, dass die Synthese von allem hier mein blauer Kopf ist, kann ich mir viele blaue Köpfe machen, weil wo sind jetzt die ganzen blauen Köpfe, die du dir auslegst, die sind im roten Kopf. Und das B weist immer auf ein raumzeitliches Verstreuen hin. Wenn was bewiesen ist, verstreue ich schon irgendeine Weisheit nach außen. Aber wenn das G jetzt verbinden ist, dann ist ja, was jetzt, ich fange mal zuerst einmal an, wenn ich Wasser habe, dann wird zwangsläufig, wenn ich jetzt viele Wässer habe, dann sind es Gewässer. Aber die Gewässer sind viele Wässer, die ich zusammenfasse in der Kollektion, das ist das G, im Gehirn, die ich mir ausdenke. Dann kann ich zum Beispiel auch hier, was machen wir noch, ein Gebäude ist in der Regel immer wieder aus Einzelteilen besteht. Und das Gehirn? Pass auf, ein Berg, der sich aufschmeißt, komme ich gleich dazu, ein Berg, der sich aufschmeißt, ist Gebirge. Das ist, da ist eine Synthese von vielen Zacken, das ist das Gebirge. Ein Berg ist kein Gebirge. Das sind Gebirge. Aber das Wesentliche, ich rede jetzt immer noch, was ich mir ausdenke, es ist die Synthese, ist immer in meinem Gehirn. Aber jetzt kommt, was in meinem Gehirn ist, ein Wissen. Und rot wird es, wenn es zu einem G-Wissen wird. Das G-Wissen, so wie das G-Bürge viele Berge sind und die G-Wässer viele Wässer sind, ist das G-Wissen ein allereinziges Wissen, das nämlich Sophia, das nämlich Weisheit. Weisheit, ja. Das ist das rote G. In dem roten G ist das absolute Wissen. Du hast natürlich in deinem blauen G auch Wissen, was auch ein Gewissen ist, aber das Gewissen, das die Menschen haben, hat mit dem Gewissen von dem Gerät überhaupt nichts zu tun. Gehirn? Was ist Hirn? Zusammenfassung von Hirnen. Hirn ist alles Denken. Da ist jetzt wieder, was machen wir aus dem Hirn? Das ist das Schöne, das ist im Hebräischen, das Hirn heißt übrigens auch Mark, das ist schlichtweg und einfach Mech. M-Chat, ein gestaltgewordene Kollektion. Das ist eigentlich M-Waff-Chat, aber wir können das immer rausschmeißen. Was ich allerdings erzählt habe mit dem Wort dir, wenn ich dir geistesfunken etwas erzähle, dir geistesfunken, nicht dir. Ist es interessant, ich sage zuerst einmal, wenn zwischen zwei Hauptkonsonanten eine Waffe oder ein J ist, können wir das rausschmeißen. Wenn du T-Waff, R oder Tor sagst, Tor mit weichem G, dann heißt es auch Generation. Wenn du das Waff rausschmeißt, heißt es auch Generation. In allen hebräischen Wörterbüchern ändert sich die Übersetzung von D-Waff, R und D-R nicht. Interessant wird, sobald du das J reinschmeißt. Habe ich erzählt, was ist dir die J-R? Das heißt, zum einen Miete und zum anderen Wohnungsinhaber. Und dann hast du, wo wohne. Jetzt ist aber Miete das Gegenteil vom Wohnungsinhaber. Der Miete ist der, der die Wohnung besitzt, und der Wohnungsinhaber, und der Miete ist der, der drin wohnt. Aber ist das nicht genau die Öffnung einer Berechnung von dir, dass du als Wohnungsinhaber berechnest, wer du in der Wohnung bist und wo du bist? Auch wem welche Wohnungen gehören, wenn wir das jetzt machen? Als Brösel bist du der Mieter, auf Zeit. Als Geist bist du der Wohnungsinhaber, den alle Wohnungen gehören, weil die alle nämlich in deinen Wohnungen wohnen. Und deshalb wiederum sind bloß geöffnete Berechnungen oder geschlossen in dem roten Kopf. Die Erde ist ja rot, ist ja der rote Kopf, in dem befindet sich nämlich alles. Und wenn ich mir in den roten Kopf blaue Köpfe reinlege, sind da viele Wohnungen drin. Kisten. Die Sache, diese Metapher mit der Kiste, gehen wir auf die Kiste ein. Die Kiste ist schlichtweg und einfach zuerst einmal die Deba. Dieser Kiste, das ist übrigens das geschriebene Wort. Aber was jetzt da ganz schön ist, dass das, was du zeitlich nennst, machen wir mal ganz genau mal Geräusche, wir gehen einmal von Wörtern weg. Pass auf, wir wissen doch, wenn wir jetzt TI schreiben, ich bleibe mal schlichtweg nur einfach beim harten T.
Das hatte T ist das Immerseine und das I ist Gott. Dann ist ein Immersein der Gott. Okay, das ist T. Kaff am Ende heißt dein, dann hast du es dein Immersein der Gott. Und dann gibst du das in Gematria Explorer rein und dann wirst du feststellen, das heißt die Mitte der Mittelste. Tick. Ja, dein Tick. 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 Ja, genau so ist es. Und jetzt machen wir das Spiel, dass wir jetzt TA, blau gelesen, Wachraum. Heißt die erscheinende Schöpfung, heißt der Wachraum. Ja. Und Kaff am Ende heißt dein. Dein Wachraum. Dein jetzt pass auf. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack. Ich glaube ja auch nicht, dass das jetzt ein Zufall ist. Man muss das immer wiederholen. Es geht nicht anders.